Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Aufgebraucht-Video. Ich habe hier meine dekorative Kosmetik der letzten paar Wochen, die ich aufgebraucht habe. Ich zeige euch das jetzt alles hier in einem Video, nicht in den Aufgebraucht-Videos, weil ich hier auch noch eine Kiste habe mit den kompletten aufgebrauchten Produkten von letztem Jahr. Das möchte ich euch ja auch wieder zeigen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht so viel ist wie letztes Jahr oder wie die Jahre davor. Einfach weil ich viel zu Hause bin und mich nicht mehr so viel schminke. Trotzdem habe ich einiges aufgebraucht und ist auf jeden Fall interessant, da mal eine Bilanz zu sehen. Genau, und dass ich das einfach schneller für euch abdrehen kann, damit ihr es dann auch noch bald seht, zeige ich das jetzt hier einzeln, dass das in diese Kiste kann und dann gehe ich das alles durch und dann gucken wir mal, was das alles geworden ist, aber das im nächsten Video. Zuallererst habe ich jetzt in den letzten paar Wochen aufgebraucht Fixing Spray und zwar das hier von MAC. Das war die Kokos-Variante, hat mir gut gefallen, finde ich schön. Kann ich also auch auf jeden Fall empfehlen. Und ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, Back to MAC, weil ich habe echt ein paar Verpackungen. Aber ich glaube, dass es das bei mir in der Umgebung nirgendwo gibt. Ja, muss ich mal gucken. Das ist auf jeden Fall leer gegangen. Fixing Spray war das, falls ich es nicht gesagt habe. Dann habe ich ein paar Parfümproben und ich habe jetzt geguckt, ich habe keine Parfümproben aktuell mehr da. Nur noch so ein paar Mini-Größen von Parfüms. Also da habe ich die letzten paar Jahre echt mein Ziel erreicht, dass ich keine Parfümproben mehr da habe. Ja klar, so ab und zu mal kommt noch eine rein, aber das ist dann eine, das ist okay. Ja, weil ich hatte Unmengen davon und das habe ich jetzt geschafft. Da habe ich einmal so eine kleine Größe hier von Boucheron Serpent Bohème aufgebraucht. Weiß ich nicht, hat mir am Schluss nicht mehr so gut gefallen. War mir irgendwie zu intensiv dann am Schluss. Dann habe ich auch ein paar Mal das Gleiche aufgebraucht. Oder fast das Gleiche. Nee, doch ist das... Ja, weiß ich nicht. Das eine hat einen schwarzen Deckel, das eine hat einen weißen Deckel. Morgulin von Guller. Ja, war okay, aber ich bräuchte jetzt nicht nochmal... Irgendwann reicht's. Dann von Yves Saint Laurent Mont Paris aufgebraucht. Das war auch so ein etwas stärkerer Duft, aber auch nicht schlecht. Dann habe ich, das kann ich euch jetzt nicht mehr sagen, was das ist, von Larissé die beiden Proben hier aufgebraucht. Das ist einmal die 046 und die 143. Dann von Gucci Memoir aufgebraucht. Das war mega schön. Ich gucke mal, ob ich da noch... Da ist noch so ein bisschen jetzt drin. Kommt nichts mehr raus. Obwohl da noch eine Pfütze drin ist. Kommt nichts mehr. Schade. War schön. Dann Yves Saint Laurent Libre. Das kennen die meisten. Dann, das hat mir mega gut gefallen, Leute. Mega, mega, mega gut. A Drop Dizzy von Issey Miyake, genau. War auch super schön. War so ein bisschen aquatisch. Und das hat mir auch sehr gut gefallen, aber auch sehr teuer. Shiseido Ginza, auch ein ganz toller Duft. Ja. Ja, das wird jetzt hier ein kürzeres Video, aber wie gesagt, dass ich das jetzt aufbrauchen kann und nicht warten muss, bis ich noch die anderen zwei Aufgebrauchtüten hier abgedreht habe, weil ich kann jetzt nicht nur Aufgebraucht-Videos zeigen. Dann von Alverde, und den wollte ich ja unbedingt aufbrauchen, den Primer hier, der hat mir richtig gut gefallen, sieht jetzt schon ein bisschen ziffig aus. Anti-Stress Serum Primer, der war wirklich schön. Der hat auch lange gehalten, länger als da jetzt draufsteht. Der hat so nach Vanillepudding gerochen. Der hat mir richtig gut gefallen, war sehr, sehr schön. Dann noch ein Produkt von MAC, ein Lipgloss. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Habe ich mal zugeschickt bekommen von Christian.
ich weiß nicht, ich habe ihn jetzt schon ganz lange nicht mehr auf meinem Kanal gesehen. Vielleicht guckt er jetzt bei anderen zu, ist auch völlig in Ordnung. Er hatte mir den zugeschickt, den habe ich aufgebraucht, habe mich sehr drüber gefreut. Auch noch ein paar Pinsel und immer wenn ich die Sachen benutze, dann denke ich auch daran. Also keiner ist hier vergessen. Hat mir wirklich gut gefallen, der Lipgloss hier. Hat auch ewig gehalten. Ich habe da dann auch den Stopper rausgemacht. Ich glaube, man kann da noch ein bisschen was, ja, ein bisschen was hängt noch dran. So hat er ausgesehen. Ja, aber man kann schon durchgucken. Ja, genau. War schön. Und das war so eine kleine Größe. Love Child hieß der. Und ich finde das halt gut. So eine kleine Größe kann man dann auch mal gut aufbrauchen. Auch die Mini-Lipsticks von MAC finde ich sehr, sehr gut. Dann ein Augenbrauenstift. Und zwar von Benecos. Der war ziemlich dunkel, den habe ich halt immer benutzt, wenn der Ansatz schon ziemlich rausgewachsen war, weil ich dann die Augenbrauen ein bisschen dunkler mache, jetzt ein bisschen heller, je nachdem halt, ne, wie die Haare gefärbt sind oder rausgewachsen sind. Und deswegen hat das auch länger gedauert, den aufzubrauchen, weil ich den halt nur dann verwendet habe, wenn ich wirklich viel Ansatz hatte. Dann eine Mascara von NARS. Die hat mir auch sehr gut gefallen. Die hat auch ewig gehalten, aber die war wirklich schön, kann ich euch empfehlen. Die macht ganz, ganz tolle Wimpern. Schwung, Volumen, Länge. Also die war wirklich toll und die hat lange gehalten. Da ist ja nicht viel drin. 2,5 Gramm, aber war toll. Und dann habe ich noch einen Concealer aufgebraucht. Und zwar den hier von Yuma Cosmetics. Ich finde die Produkte der Marke sehr schön. Habe einige davon da. Das war der, glaube ich, ich habe damals online bestellt. Was waren das? 4,5 Milliliter, die 2 Vanilla hatte ich. Hat mir gut gefallen, hat lange gehalten. Ich habe da auch den Stopper rausgemacht, habe da noch gekratzt. Da war noch so viel drin, Leute, das lohnt sich, den Stopper da zu entfernen. Da ist noch unfassbar viel drin in den Produkten. Und zu guter Letzt habe ich noch die letzten paar Wochen aufgebraucht einen Lippenstift, auch von Alverde. Und zwar die Candy-Variante. Ich sehe jetzt leider nicht, ob ihr was seht, wegen dem Stecker hier. Elegant Style Lipstick von Alverde. Und das war dieser hier. Für mich war der jetzt für die Lippen, ich gucke mal, ob ich da noch ein bisschen was kratzen kann. Ah. Für mich war der jetzt für die Lippen nicht so meins, aber ich habe den wahnsinnig gerne als Creme Blush benutzt und auch in ein paar Videos mit euch zusammen habe ich den als Creme Blush benutzt, hat mir gut gefallen und das kann ich auch empfehlen, wenn ihr da Lippenstifte habt, wo ihr sagt, naja, gefällt mir jetzt nicht ganz so gut, dann benutzt das einfach als Creme Blush, warum nicht? Habe ich da gemacht, habe ich aufgebraucht, dann muss ich da auch nichts wegschmeißen. Zwar ein Naturkosmetikprodukt, das hält natürlich nicht so lange, wobei ich sagen muss, dass die Lippenstifte von Alverde wirklich lange halten. Ja, hat mir gut gefallen. Und jetzt habe ich da gerade noch in Anwendung die andere Variante, Aprikot. Den finde ich zwar auch gut hier auf den Lippen, aber das hat so gut funktioniert, dass ich gesagt habe, komm dann. Verwende ich den ab und zu auch als Blush und ich kann euch mal swatchen. Ach, der ist so schön. Auf den Lippen schön und als Blush richtig schön. Also ich kann euch das empfehlen. Dann bekommt ihr die Produkte auch ein bisschen schneller leer, weil wie gesagt, das hält ja nicht so lange. Und es soll sich dann auch lohnen. Genau, und deswegen, das mache ich dann ab und zu mal ganz gerne, dass ich diese Lippenstifte dann halt auch mal als Blush, Highlighter, Bronzer, was auch immer verwende. Genau, lohnt sich. Das war es jetzt mit dem kleineren Video hier zu meiner aufgebrauchten dekorativen Kosmetik. Und jetzt werde ich dann mal mein Heftchen rauskramen oder ich glaube, das mache ich heute Abend. Und dann drehe ich das Video die Tage ab, dass ich da mal eine Inventur mache, was aufgebraucht wurde, dass ich mir das notiere und ja, wie viele Produkte es insgesamt waren. Ich kann euch mal einen kurzen Überblick verschaffen über die Box. Das ist sie. Ist gut gefüllt. Dürft ihr euch freuen aufs Video. Ich bin auch schon gespannt, was es alles geworden ist.
das war's jetzt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.